Moin, moin, Secrets-Freunde. Da sind wir wieder. Neues Replay. Diesmal mein eigenes. Auf der Karte Meerenge. Die Graf Spee, bekannterweise einer meiner absoluten Lieblingsschiffe in World of Warships. Und hier ist mir ein ganz außergewöhnliches Gefecht gelungen. Und das möchte ich euch ganz gerne zeigen. Wir sind schon auf dem Weg und die Skills sind gerade eingeblendet. Ich habe mein Schiff wie folgt ausgebaut. Ich habe die Hauptbewaffungsmodifikation 1 drin, die Zielsystemmodifikation 1, die Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1 und das Steuergetriebe-Modifikation 2, um einfach ein bisschen wendiger zu sein. Der Kapitän ist mit vorrangigem Ziel geskillt, Elite-Schütze, Adrenalinrausch, wenn man Schaden nimmt, dass man dann schneller schießen kann oder die Nachladezeit sich verkürzt, den Inspekteur, damit wir uns besser wieder heilen können, also Reparaturmannschaft einmal mehr haben. Und den Tarnungsmeister, damit ich nicht so schnell aufgebe. Man sieht ja hier, 11,2 Kilometer ist, glaube ich, ganz cool. Wenn dann 280 mm oder 283 mm um der Ecke quasi vor einem stehen, ist das, glaube ich, schon ganz geil. Also ich fahre die Graf Spee so sehr, sehr gerne. Und ja, was mir einfach besonders irgendwie gefällt, ist einfach diese Kombination Kreuzer-Schlachtschiff. In einem die großen Geschütze mit der Wendigkeit eines Kreuzers ist ja auch für die damalige Zeit was ganz, ganz Besonderes gewesen. Also das Westentachen-Schlachtschiff, wie die Briten so nannten, hat ja auch einen ganz besonderen Antrieb gehabt, also mit der Vulkankupplung, so einer hydromechanischen Kupplung, die verschiedene Verbände von Dieselmotoren zueinander schalten konnte und somit auch Motoren einzeln abschalten konnte und trotzdem weiterfahren konnte. Also war schon was Tolles für die damalige Zeit. Insgesamt waren hier quasi zwei Verbände mit 8 Motoren verbaut. Jeder Motor hatte 6750 PS bei 450 Umdrehungen. Produziert wurden die Motoren von MAN damals. So, jetzt sind die ersten Mumpel in der Luft. Da kann ich ganz ehrlich sagen, versehentlich noch mit HE. Und die wären gar nicht so schlecht gewesen, wenn das AP-Granaten gewesen wären. Ja, zweimal in Brand gesteckt. La Galone fährt schon mal fackelnd über die See und löscht auch nicht gleich, was ich persönlich ziemlich attraktiv finde. Jetzt hat sich gewehrt und hat mir gleich erstmal Doppelbrand verpasst. Jetzt bin ich aber mit AP-Granaten ready. Hab das gleich korrigiert, den Fehler. Und jetzt hat sie gelöscht. Und jetzt sind die nächsten Mumpel in der Luft. Dank Zielsystemmodifikation 1 ist die Streuung auch geringer, und zwar genau 7%. Und da sieht man dann auch, was dann passiert. 14.500, erste Zitadelle, Chakalaka, sage ich dazu nur. Brand wird nicht gelöscht, sondern es wird die Reparaturmannschaft reingeschmissen, jedenfalls nicht sofort gelöscht. Jetzt habe ich den Schadensbegrenzungsteam genutzt, da der Branddrache erstmal hinter der Insel verschwunden ist. Ich bin jetzt bin nicht mehr aufgedeckt und kann jetzt wieder ein bisschen agieren. Habe jetzt erstmal so geguckt, wie sich das Gefecht so ein bisschen entwickelt. Wollte nicht zu früh meine Position verraten. Also, ob ich mich jetzt bewegt habe oder mich nicht bewegt habe. Und guckte jetzt nach attraktiven Zielen. Die in New Mexico, da kann man mit 280 mm immer ganz gut Schaden drauf machen, wenn RNG denn, ich sag mal jetzt ein bisschen, uns wohlgesonnen ist. In dem Fall waren es nur 2,7. Normalerweise ist da mehr drin mit einer Graf Spee. Dann war da noch eine Furutake, die hat das gleiche gemacht. Die war verdeckt und hat darauf gewartet, dass ich aufgedeckt werde. Und jetzt will sie mich anzünden. Ist ihr auch schon einmal gelungen. Da sind jetzt meine Granaten in der Luft. Und da gab es auch gleich noch eine Zitadelle. Schönen guten Morgen, 12.000 HP. Und dazu kommt dann noch ein bisschen was an Fliegern. Da wird auch schon ordentlich vom Himmel geholt. Aber mein Jäger hier, unser Flugzeugträger, hat aufgepasst, hat gleich zwei Jäger da. Hilft mir, dass die Torpedos nicht so völlig ohne Bedrängnis, ja, abgeworfen werden können. So, Gegner führt. Ist schon mal ein bisschen doof, weil wir schon drei Schiffe verloren haben. Aber gut. Ja, im Moment gucke ich einfach nur nach ein bisschen Schaden. Ist nicht immer sinnvoll. Muss man ganz ehrlich sagen, war jetzt vielleicht auch nicht optimal, aber wenn so ein Flugzeugträger Breitseite auf 14 Kilometer zeigt, das muss man mal mitnehmen. Aber war halt scheiße geschossen.
oder scheiße getroffen, je nachdem, wie man das sagen möchte. Ja. Dann kommen da ein paar Torpedos auf mich zu. Ich will mich erstmal so ein bisschen so orientieren, dass ich genauer sehe, ob die jetzt an mir vorbeigehen oder nicht, bevor ich jetzt irgendwelche Manöver mache und dann hoffe, dass sie auslaufen. Das war mir jetzt nicht so hundertprozentig, da war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Die Independence kuschelt sich quasi in Richtung Inseln und die Lagalone fährt rückwärts. Das habe ich jetzt, glaube ich, im ersten Moment noch gar nicht registriert, oder doch? Doch, habe ich. Ja, ist schon ein paar Tage her, dass ich das Gefecht hatte. Leider halte ich jetzt zu weit vor, weil die Lagalone nämlich genau in dem Moment wieder vorwärts fährt. Ärgert mich ein bisschen da, aber gut. Und sie nutzt die Chance und schmeißt ihre HE-Granaten und schafft es mich glücklicherweise nicht sofort wieder anzustecken. Das ist schon mal ganz geil. Oh, das war mal für den Winkel gar nicht so schlechter Treffer auf dem Flugzeugträger. Oh. Jetzt kommt zu einer interessanten Situation gleich. Hier schießt die Furutaka, die ja bekanntlich relativ wenig aus dem Wasser guckt und immer so ein bisschen, ja, schnell, wendig und so weiter halt das alles ausspielt, und das macht es auch ein bisschen schwer, die zu treffen, wenn sie denn auf, ja, sie achtet auf mich, weil sie auf mich schießt eben. Das ist eben das Problem bei der ganzen Geschichte. Wenn sie jetzt nicht auf mich achten würde, hätte ich sie wahrscheinlich zwischendurch schon mal rausnehmen können. So ist es natürlich ein bisschen bescheidener, die ganze Situation, ne? So, auf der Suche nach Zielen, die man vernünftig bekämpfen kann. So, auch hier wieder brennen lassen. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. So. Jetzt sind wir auf 8 Kilometer dran. Mein Ziel war, die New Mexico zu torpen und meine Position eigentlich zu früh zu verraten, deswegen schieße ich nicht auf sie. Also ich bin zwar entdeckt, aber wenn ich sie halt beschieße, dann wird sie wach sozusagen. Dann achtet sie besonders toll auf mich. Die guckt wahrscheinlich nicht auf das Radar und deswegen bekämpft sie mich nicht. Und darum, das wollte ich eben vermeiden, dass sie dann wach wird und sagt, ey, den könnte ich ja bekämpfen. Ich drehe jetzt ab. Habt ihr vorher schon registriert, dass sie die Türme nicht in meine Richtung ausgerichtet hatte, beziehungsweise woanders hingeschossen hat. Das heißt, sie ist sowieso in der Nachladezeit. Und jetzt fange ich auch an zu schießen. Aber gut. Das Manöver von mir hat sie gar nicht mitbekommen. Die Lagalone fährt, sucht das Weite und wurde die Mexiko jetzt zerstört. Meine Torps hätten aber wahrscheinlich, zumindest zwei davon hätten bestimmt getroffen. Das heißt, sie waren ganz gut unterwegs. So, nach dem Anfang hier an der Seite, nachdem wir den Gegner hier schon erfolgreich am Vordringen so ein bisschen gehindert haben und die sich jetzt hier zurückziehen, habe ich jetzt mich entschlossen, erstmal in Richtung Base Dev zu fahren. Weil da hinten ja eine Zerstörer und zwei Kreuzer kommen. 50.000 Damage ist schon bei uns auf dem Damage-Meter drauf. Und wir bewegen uns jetzt in Richtung Emerald, Nürnberg und Gnevny. Sonst kann man zu dem Schiff sagen, es ist eben ein Schlachtschiff oder eigentlich mehr ein Kreuzer als ein Schlachtschiff, weil es halt... Von den Kanonen her ist es ein Schlachtschiff, von dem, was das aushält, ist es eher ein Kreuzer. Die Zitadellenpanzerung an der Seite beträgt 100 mm, was nicht besonders viel ist. Man muss schon aufpassen, wenn man Breitseite zeigt, wenn man halt beschossen wird. Einer der Punkte, die ich vielleicht hier sogar noch skillen würde, wenn man nicht vorrangiges Ziel nimmt, wäre halt Beschussalarm. Ja, das wäre definitiv eine Sache, die man hier gut einbauen kann, meiner Meinung nach. Ich habe das jetzt hier nicht gemacht. Ich denke, das ist jetzt gar nicht so eine. Ich persönlich komme damit einfach gut klar, deswegen fahre ich sie so. Ich habe mit dem Schiff inzwischen knapp 130 Gefechte und
weiß auch nicht, irgendwie ist das irgendwie ein ganz besonderes Schiff für mich persönlich. Ich kann jetzt auch gar nicht so richtig genau sagen, warum dem so ist. So, es gibt so mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen und ich liebe dieses Schiff einfach. Eine der Besonderheiten hier sind natürlich auch die, der Winkel, der, oder wo die Torpedowerfer angebracht wurden und ja, wie sie dadurch schießen können. Ne? Man hat halt einen sehr, sehr großen Winkel nach vorne und hinten. Man kann dadurch einiges erreichen. Da habe ich so richtig schön daneben gesammelt auf der, bei der Emerald. Und die ist ja nur wirklich ein dankbarer Dampfer eigentlich für eine Graf Spee. Wenn man hier richtig zielt und richtig trifft, dann ist das eigentlich eine sichere Zitadelle. Da ist eine Zitadelle, aber nicht so dolle mit 8.500. Aber es hat trotzdem nicht gereicht, schade. Ich habe mir Emerald auch schon mit der Graf Spee auf die Entfernung mit einem vernichtenden Schlag instant rausgenommen. Ja, sonst kann man sagen, die Panzerung bei der Graf Spee ist bis hoch auf 170 mm. Ist auf jeden Fall für einen Kreuzer recht schwer gepanzert, kann man schon sagen. Aber wie gesagt, mit Schlachtschiffen und so weiter kann sie sich einfach am Ende dann doch nicht final messen. Wenn man sich mit angewinkelt oder mit wenig Profil zum Gegner stellt, hat man aber trotzdem ganz gute Chancen, da auch vernünftig Schaden auszuteilen. Und wenn man dann erst in 8 Kilometer Nähe ist, dann kann man auch seine Torpedos auch recht sinnvoll einsetzen. Wie gesagt, die Ruderstellzeit durch die neue Steuergetriebe, durch die Modifikation, Steuergetriebe Systemmodifikation 2, komme ich hier runter auf 8,6 Sekunden Ruderstellzeit, was ich sehr, sehr geil finde für den Kreuzer und hat einen Wenderadius von 680 Meter. Und Geschwindigkeit, wenn ausgefahren, also wenn alles optimal läuft, 29,9 Knoten. Und was für den Kreuzer relativ besonders ist, was mir noch gerade dazu einfällt, sind eine Torpedo ja, Schadensverringerung von 24%, wenn die Torpedos in den Torpedowülsten treffen. Die Torpedowülste sind quasi vom vorderen Turm bis zum hinteren Turm. Wenn in dem Bereich die Torpedos treffen, dann haben die schon mal 25% weniger Schaden, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Hat man auch nicht überall, so eine Schadensverringerung. So, jetzt geht es darum, ja, da habe ich schon sozusagen, damit habe ich kalkuliert, dass der halt Torpedos abwirft. Den weiche ich jetzt ganz geschickt aus. Ich mache jetzt einfach mal, wenn er für den Fall, dass er rückwärts fährt, einen Torpen in den Nebel, ins Graue. Ja, ich musste mich jetzt absichern, dass er eventuell nicht anfängt zu wenden oder so. Von der anderen Seite kommt die Arizona, die wahrscheinlich gleich aufdeckt. Genau, und da ist sie. Einmal raus damit. Doppelzitadelle weg. Danke, tschüss. Doppelzitadelle ist damit, geht damit einher. 75.000 Damage haben wir jetzt auf dem Zettel. Der Fecht ist noch vollkommen offen, auch wenn der Gegner leicht führt nach Punkten und nach Schiffen. Er hat halt noch beide Träger. Das ist das, was das eigentlich für uns am schwierigsten macht. Ich nutze jetzt die Deckung der Insel, um noch ein bisschen die Distanz zu verkürzen zu New York. So, meine Reparaturmannschaften sind alle verbraucht. Und jetzt sind wir schon im 8-Kilometer-Bereich, wo man theoretisch schon Torps absetzen kann. Die New York, die wartet auf mich. Die Türme sind perfekt ausgerichtet, die wartet nur darauf, dass ich mich da jetzt zeige. Hab meine Mumpel rausgehauen. 8.500, das meine ich. Man kann auch ganz gut Schaden machen, wenn man vernünftig trifft. Und jetzt geht es darum, was ich eben schon gesagt habe, schmales Profil zum Gegner und die New York macht's clever, nutzt HE-Granaten, aber die Streuung ist recht groß. Wurde nur 2-3 Mal getroffen von den 10 Mumpeln, die New York hat.
war wieder eher so ein Pille-Palle-Schaden. Ich werde jetzt hier unterstützt von der Arizona, von der Nürnberg, die hinter mir den gleichen Weg fahren. Die Arizona nimmt einen leicht anderen Winkel. Oh, das war ein heftiger Schaden für HE. Was ich auch immer ganz gerne mache, ist ein Stückchen rauszoomen, wenn ich nicht die absolut größte Vergrößerung brauche. Irgendwie liegt mir das. Arbeite auch mit einem dynamischen Visier. Zwei Mumpel sind vorne eingeschlagen, der Rest, die eine Mumpel ist bis ins Ziel angekommen. Oh, jetzt bin ich auch in Sekundärreichweite. Hab jetzt gleich repariert. Einfach um ja, die geringe HP-Zahl sozusagen nicht noch weiter schrumpfen zu lassen, weil ich auch keine Reparaturmannschaft mehr habe. Ne? So. Und das war ein richtig krasser Treffer irgendwie. Auf jeden Fall habe ich so gut gemacht, wahrscheinlich mit dem gleichzeitigen Schaden von jemandem anders, dass ich ihn vernichten konnte mit meiner Sekundär. Und da wurde es jetzt wirklich eng, das Spiel wäre eigentlich vorbei gewesen, wenn diese Torps nicht ausgelaufen wären. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Luck. Ja. Und jetzt schaffen wir dieses Gefecht doch fast zu drehen. Glücklicherweise achtet die New York überhaupt nicht auf mich und überhaupt nicht auf die Torps, die da kommen. Es wird jetzt einfach getroffen und ein vernichtender Schlag. Einmal Nahkampfexperte, Unterstützer, vernichtender Schlag. Das waren dann schon mal ein paar Abzeichen, die man da verdienen konnte. Ich arbeite jetzt hier daran, die Flugzeugträger rauszunehmen. Ah, die linkt mir nicht so richtig. Einfach nicht so optimal Ziele, wie das sein müsste. Ja, jetzt haben wir ein Großkaliber. Bei 129 km/h sind wir jetzt. Jetzt geht es darum, den Torpedos auszuweichen. Was mir gut gelingt. Ja, leider ist der Schaden irgendwie sehr gering. Dachte eigentlich, dass ich relativ gut gezielt habe, dann beim zweiten, dritten Mal. Aber ja, war besser. Ja, und jetzt fährt er halt in die Karte. Das macht das ein bisschen unberechenbarer, richtig zu zielen. Ihr kennt das ja. Ich denke mal, wenn ich mich da ein bisschen cleverer angestellt hätte, wäre das bestimmt schneller vorbei gewesen und ich hätte früher da noch eingreifen können und die Nürnberg unterstützen können. Aber jetzt zeigt der Träger Breitseite und damit war es das auch. So, das war der letzte Angriff von dem Träger. Da sind auch Torpedobomber, die mir definitiv gefährlich werden können. Nachdem die Torps aber daneben gegangen sind, konnte ich das Schadensbegrenzungsteam dann tatsächlich benutzen. Und jetzt führen wir nach Punkten. Und jetzt sind nur noch die Gnefni und die Fubuki da. Dummerweise steht die Nürnberg so doll unter Feuer und ist so dumm, sich halt nicht möglichst mit einem Schnellprofil zu machen, weil wir mussten noch 30 Sekunden überleben. Und ja, die Nürnberg hat es eben nicht geschafft. Punktemäßig liegt jetzt leider wieder der Gegner vorne und damit ist das Gefecht entschieden. Ich denke, das war eine ganz beeindruckende Runde, was man hier so ja, erreichen kann mit der Graf Spee. Man hat die Möglichkeiten der Graf Spee gesehen, verschiedene Facetten sie zu fahren. Mein Ziel war vielleicht nicht ganz optimal, aber das gehört auch immer dazu.
bin ja kein Bruchspieler und habe auch nicht unbedingt den Anspruch dazu. Wir haben jetzt noch einen kleinen Überblick über die Zusammenfassung. Ich hoffe, dass euch das Gefecht auf jeden Fall gefallen hat. Unterhaltsam war es, denke ich, von A bis Z. Ja, mit der Gefechtsleistung ist man dann noch Erster. Freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Wird uns sicherlich freuen, euch demnächst wieder bei uns hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Und ich sage tschüss, haut rein, macht's gut. Euer Maracha, euer Secrets Team. Ciao, ciao.